Ja, Leute, also ich zeige euch mal, was ich so in der Weihnachtszeit gemacht habe. Dafür laden wir einfach mal die Kampagne. Ich habe auch ein paar Mods installiert. Es ist ein bisschen eskaliert. Pass auf. In der Weihnachtszeit, ich habe das ja gestern schon bei dem neuen Projekt angesprochen, bei Battle Brothers. Ich habe Stone Shard entdeckt. Das habe ich jetzt so kurz vor Silvester aber erst entdeckt. Und dann bin ich wieder auf Battle Brothers gekommen. Aber die meiste Zeit habe ich Mount & Blade gespielt. Viele, viele Stunden. Denn, ich hatte es ja berichtet, ich wollte gern... Junge, man sieht rechts unten. 73 Millionen Tacken habe ich. Also, ich wollte gerne alle Achievements holen. Das Problem ist, mit Mods ist es nicht möglich. Du kannst nicht, ich freue mich gleich so auf eure Gesichter. Die stelle ich mir dann vor, wenn ich rausscroll. Also, die Achievements werden nicht getrackt, wenn man Mods anhat. Aber es gibt eine Mod, die das wieder revidiert. Leider ist die Mod nicht up to date. In zwischen den Jahren kam Patch für Mount & Blade raus und ab dann ging die Mod nicht mehr. Und ich habe das eine Woche später bemerkt. Junge, ich habe so viele Stunden in dieses Game geballert. Kann man gucken, wie viel in den letzten, also 340, ja, aber so in den letzten, ich glaube, wenn man auf mein Profil geht, oder? Dann sieht man in den letzten 75 Stunden in den letzten zwei Wochen. Davon in den letzten 7 Tagen eigentlich kaum. Also ich habe wirklich so, ja, 8 Stunden pro Tag. Ich meine, an den Weihnachtstagen konnte ich leider nicht, wegen Familie und so, aber ich habe sehr spät gemerkt, dass die Achievements gar nicht mehr getrackt werden. Naja, egal. Ich zeige euch mal, wie die Welt so aussieht. Ich habe hier noch so ein bisschen Reste fegen für euch an der Hand. Ein bisschen Vlandia ist noch da. Ja, also das sind meine Leute hier. Das ist mein Reich. Also die Vlandianer, die haben gerade Krieg hinter sich gegen mich. Die haben dann um Frieden gebettelt. Und eigentlich hatte ich nicht so Bock auf Frieden. Aber die haben mir echt eine Stange Geld angeboten. Das habe ich noch nie gesehen. Das Ding ist, umso schlimmer das Powerverhältnis ist. Und das liegt bei... Pass auf, Spandau hat eine Gesamtstärke von 58.000. Und Vlandia knappe 2000. Und umso heftiger dieses Verhältnis ist, umso heftiger zahlt der, der den Frieden anbietet, oder die schwächere Fraktion nach einer Friedensverhandlung, zahlt dementsprechend Tribut. Und da dieses Verhältnis auch in der absoluten Zahl, das ist da auch ein Faktor, so heftig ist, zahlt Vlandia Spandau. Wie viele Nullen sind? 1, 2, 3 Millionen. 1, 2, 3. Also 29 Millionen pro Tag. Ist es richtig? Ja. Ist einfach nur geil. Nee, wait. 100, 1000, 10.000, 100.000. Ja, 29 Millionen. Wenn das mein Problem ist, ich bin eigentlich recht safe, ja, also absolut, so zählen und so kann ich, aber in meiner Position geht man lieber dreimal auf Nummer sicher, weil nach 100 Malen passiert ein Fauxpas und die Kommentare sind voll. Naja, also, da kommt eine gute Stange Geld runter, ordentlich Reparaturleistung natürlich auch, pass auf. Der muss erstmal 5 Minuten hier das Bild wechseln. Ich lade mal meine Truppen auf. So, ich hau hier mal ein paar Leute rüber. Ja, der lädt auch nur. Oh, was ist denn hier los?
Ist die Mod hier nicht an? Ihr müsst verstehen, ich bin ja im Büro. Es kann sein, dass hier die ein oder andere Mod... Ach du Scheiße. Naja, scheiß drauf, ich habe genug Geld. Kaufen wir einfach gleich nach. Pass auf. Nee. Da. Wir laden mal ein paar Truppen auf. Was nehmen wir denn? Ich habe ja alles da. Wobei es geht, ne? So, wir nehmen mal ein bisschen Kavallerie mit. Der muss ja erstmal alles laden, das ist ja der Hammer. Mein PC zu Hause, der ist voll routiniert schon, wenn er Mount Blade hier alles am Start halten muss. Okay, wir reiten mal in den Westen und sammeln noch ein paar Troops. Also ich kann insgesamt, das ist auch ganz witzig, ich kann viel... Ich kann 420 Leute dabei haben. Das habe ich auch noch nie erlebt. Das ist einfach nur disgusting. Es ist alles egal geworden. Es ist wirklich alles so egal geworden. Mir ist alles so scheißegal in diesem Spiel geworden. Ich kann machen, was ich will. Junge, so hat sich Julius Caesar hat sich so gefühlt. Versteht ihr, was ich meine? Es ist alles egal. Junge, ich kann jeden Tag in den Club gehen. Es ist egal. Ja? Hier, tägliche Goldveränderung. Ich sitze leider vor. Tägliche Goldveränderung. Ich kriege jeden Tag 1,6 Millionen. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Ich kriege jeden Tag for free 1,6 Millionen aufs private Konto. Das habe ich noch nie erlebt. Ich weiß, das Ding ist, ich habe ja schon 350 Stunden in dem Game. Aber wann kam das Spiel raus? Das war im März. Ich glaube, das war im März 2020. 20? Ich glaube, es war 2 Jahre im Early Access. Ja. Und in dieser Zeit habe ich halt mehrere, hatte ich ja schon erzählt, in den anderen beiden Parts jetzt von neulich, hatte ich, ist einfach so geil. Also es ist so komplett busted alles. Also in den anderen beiden Parts hatte ich ja schon erzählt. Ich habe immer mal wieder einen Versuch gestartet, das Spiel durchzuspielen. Für mich ist das Spiel durchspielen, die ganze Welt erobern. Das ist für mich das Spiel durchspielen. Klar, du kannst die Story auch eher durchspielen, indem du halt entweder das das imperiale Reich wieder vereinst oder zerstörst. Ist auch alles aufgeladen, die Stelle. Ist einfach nur geil. Aber für mich ist es tatsächlich, wenn man wirklich die ganze Welt erobert. So war es für mich immer bei Warband. Und das habe ich literally immer nicht machen können, weil ich entweder wegen der, muss ich wirklich sagen, so geil das Game auch ist, die Story ist komplett nervig, unnötig und nicht gut designt. Was die anderen beiden Punkte schon mit inne hat eigentlich, ne? Aber ich meine, dafür gibt es auch den Sandbox-Mode, okay, aber die Story ist halt wirklich bad designed. Es tut mir leid. Weil die einfach nur nervig ist und unvorhersehbar, wenn man sie nicht kennt. Was bei einer Story normal ist, wenn man sie zum ersten Mal spielt. Und man einfach Game Over gehen kann durch die Story. Wenn man halt zum falschen Zeitpunkt voranschreitet mit der Story. Es ist hilarious. So, deshalb und... Warte, jetzt bin ich schon raus aus dem Dings, ne? Jetzt sind hier schon die Bogenschützen und so. Ja, ja, ja. Ja, reichen 300? Ja, komm. Deshalb... Und weil das Spiel halt über die 2 Jahre Early Access noch sehr verbuggt war, habe ich es literally nie geschafft. Weil immer, entweder war ich wegen der Story Game Over und war komplett getiltet und frustriert und habe abgebrochen. Also weil ich hätte einfach neu anfangen müssen. Nach 10.000 Stunden Grind. Oder irgendwelche Bugs sind halt appeared und Dinge waren nervig und noch nicht rund. Wie das halt auch so zugegebenermaßen bei Early Access Games halt auch häufig ist. Ne? Da muss man aber auch Geduld mitbringen. Also das judge ich gar nicht mal so.
weil Early Access Games heißt nicht, dass sie fertig sind, heißt aber auch nicht, dass sie nicht mehr geupdatet werden sollten. Also man darf da jetzt auch nicht alles durchgehen lassen. Da, das sehe ich auch gar nicht so, keine Bange. Gibt es leider auch vielerorts. Aber es ist für mich vollkommen normal, dass ein Early Access Game ist ja quasi so die moderne Form, ja, oder eine neue Variante, wie früher eigentlich immer nur Betas da waren oder es nur Betas gab oder Demos. Wobei Demos sind ja wieder im Kommen. Naja, anyway, so, ich kaufe jetzt erstmal Klamotten. Ich habe eine richtig geile Mod installiert. Keine Bange, es gibt gleich unnormal auf die Fresse. Ich habe eine Mod installiert, dass die Vlandias Svadian-orientierte Rüstung haben. Svadian sind ja quasi das Äquivalent von den Vlandian in dem Vorgänger oder Vorvorgänger Mount & Blade Warband. Ups. Handel. Und okay, anscheinend ist die Mod hier tatsächlich broken. Okay, dann nehmen wir mal übergangsweise, dass er halt nicht mehr nackt ist, so ein paar Klamotten. Kann auch sein, dass die Stadt auch gerade echt wack ist. Aber ja, immerhin habe ich meine Waffen noch. Das sind heftige Waffen. Okay, haben wir noch Schuhe? Digi? Ja, hier, Hände. Bin ich schon vorbei? Oh, hier sind bessere. Ich scheiße halt Geld. Also es ist wirklich, ich bin der fucking Goldesel. Es ist insane. Ja, was soll's. So. Dann gehen wir nach Sargot. Also, ich werde den gleich den Krieg erklären. Hopefully. Man kann es leider nicht erzwingen, weil einfach ich so viele Clans habe, dass es die zu überstimmen bastet viel Einfluss braucht. Also das werdet ihr gleich sehen. Ich glaube, ich brauche 4000 Einfluss, um jemanden Krieg zu erklären, wenn meine Leute nicht wollen, auch wenn sie stupid sind. Okay, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Wobei, der ist sogar besser, aber nicht schöner. Der ist schöner. Aber vielleicht auch leichter, ne? Ja, ein bisschen. Ja, machen wir so. Ja, schade. Schade, schade. Ich hätte euch gern diese Rüstung gezeigt. Egal. Ich verlinke euch gern die Mod. Oder Malte verlinkt sie euch. So, hier sind noch Hände. Habe ich jetzt hier noch halbwegs gute Schuhe? Weil ich will jetzt auch nicht im Kampf hier instant draufgehen. So, das ist gut. So, ich habe jetzt hier Störgeräusche, immer Flugmodus. Zack. So, okay. Das kann alles weg. Top. Das heißt, meine Leute sind jetzt auch alle nackt, ne? Sterzig ist nackt, Kalle ist nackt, Dennis ist nackt. Monte, der hat Klamotten, war klar. Arborette hat Klamotten. Okay. Ich habe noch mehr, aber die sind unterwegs. Oder ich habe zum Beispiel Johannes, den coolen CEO. Kann ich euch ja auch mal zeigen. Das ist mein Clan. Mike, der Macher. Auch klasse. Karl, der Schlechter. Johannes, der coole CEO. Hendrik, der Händler. Das Ding ist, sie haben immer einen Suffix, damit ich weiß, worin ich die gelevelt habe. Oder geskillt habe. Okay, wir reiten mal hier hin. So, und jetzt gucken wir mal. Ich habe in der Zwischenzeit, solange die Aufnahme läuft, in 15 Minuten... habe ich 8 Millionen Denare gemacht, Junge. Aber es lässt gerade nach, ne? Leute, ich glaube, wir müssen Krieg erklären. Aber ich habe null Unterstützung. Kann ich nicht einfach angreifen? Und dann sind zwar meine Leute sauer, aber dann haben wir Krieg? Geht das nicht? Ich bin der König. Das ist halt... Warum ist in diesem Spiel Demokratie ein Ding? So. Warte, hier so ein Dorf raiden. Krieg? Ist Krieg? Es ist Krieg, oder? Kriminelle Bewertung. Das sind Gegner-Clans, mir egal. Brannock hat Barrow. Okay. Die Lage eskaliert. Ja. Also, wir haben Krieg und 4 meiner Leute haben instant eine Armee ausgehoben. Okay, es hat geklappt. Hey, das ist ja übel smart. Warum Krieg erklären, wenn man einfach was angreifen kann? Gut, Rating geht runter, ne? Also,
Wir versuchen jetzt mal, die Dinge auf die Spitze zu treiben. Es ist... Warte mal, es ist ein bisschen unlucky, dass die jetzt eine Armee schon gegründet haben. Wann hatte ich gespeichert? Wann war Autosave? Perfekt, gerade eben. Vielleicht kann ich es abpassen, dass ich eher eine Armee... Dass ich eine Armee gründe, bevor ich das Dorf überfall. Ihr werdet sehen, warum. Vielleicht habe ich gar nicht genug Einfluss, um die ganze... Also ich würde halt gern... Der Plan ist... Der Plan ist folgender. Wir machen das einfach jetzt. Pass mal auf. Wait, wir machen nach Kosten, oder? Perfekt. Wir rufen jetzt mal wir rufen jetzt mal eine Armee aus, so 3500. Der will nicht, ja gut. So, pass mal auf. 5000. Die sind auch alle gut gestackt. Die haben alle über 100 Leute. Das ist ja klasse. Es ist, ich weiß nicht, warum ich das alles so arschwitzig finde, aber es ist einfach, wenn man halt 350 Stunden in diesem Game hat und andere Verhältnisse immer gewohnt war, weil quasi durch meine Erfahrung in den letzten 2 Jahren, was ich meine vorhin, oft immer nicht ins Endgame richtig gekommen, eher so Midgame. Ja, hier und da habe ich mal Endgame auch schon gehabt. Oder gekratzt eher. Also ich weiß jetzt einfach, was Endgame ist. Und das hier ist so mindblowing. 15.000. Das ist so mindblowing für mich. Okay, das Ding ist, eh die da sind. 7 Tage. Ja, wobei, es geht ja hier auch nach Preis. Junge, die hat 3.050. Die brauche ich. 98. Oh Gott, nee, den nicht. Ja, da habe ich kein gutes Verhältnis, ne? 18 Stunden, ist gut. 5 Tage, 4 Tage, 3 Tage. Gut. Ach komm, die 20.000 voll machen wäre schon klasse. So. Ah, rufen wir mal eine Armee zusammen. Jetzt warten wir. Also, was ich gerade gemacht habe, ich habe all meine Clan-Oberhäupter zusammengerufen, um die Truppen zu sammeln. Ich kaufe mal schnell noch Nahrung, weil die Nahrung kann auch schnell runtergehen. Ich bin so gespannt, wie es gleich aussieht. Das Problem ist, umso größer eine Armee ist, Junge, die haben ja gar nichts. Egal, ich piss Geld. Hey, die haben keine Nahrung. Was ist das für ein Kackladen? Warte mal. Hä, denen geht's ja richtig scheiße. Und? Okay. Also, umso größer eine Armee ist, umso schneller geht hier der Zusammenhalt runter. Und umso teurer wird es, diesen Zusammenhalt wieder aufzufüllen. Wenn er auf Null ist, löst sich die Armee auf. Das wollen wir nicht. Habt ihr hier irgendwie was zum Handeln? Ja, hier lecker Fisch. Das nehmen wir mal alles mit. Ja, das reicht. Den Rest bringen die mit. Basis minus 2, Armeegröße minus 10. Hordeführer plus 0. Okay. So. Ja. Also das Hauptproblem wird jetzt... die Armee überhaupt so lange instand zu halten, wie ich Einfluss habe. Also, es wird ein Problem, die überhaupt so lange am Leben zu halten, die Armee, bis überhaupt alle Leute da sind. Weil das sind 7 Seiten. Und wir sind jetzt schon bei der Hälfte hier am Zerfall. Aber hier kommen gut Leute rein. Wie viel sind das eigentlich? Steht ja gar nicht, ne? 3, 6, 9, 12, 15, 18 mal 7. Ja, wisst ihr Bescheid. So, jetzt muss ich schon ein bisschen gegensteuern hier.
Oh Gott. Nicht genug Einfluss, ja. Wir sind jetzt bei 0. Wir sind jetzt bei 74. Okay, ich überfalle jetzt mal das... Nee, wir sammeln noch weiter. Look at this. Das habe ich noch nie gesehen. Junge, wir haben... Wir müssten bei 20.000 enden. Wir schaffen das nicht. Oh, wie bitter. Okay, ich greife jetzt das Dorf an. Lalala. Zack. So. Ja, jetzt kämpfen die ja alle. Ja, ich hab, leider... Es ist so stupid, Alter. Aber ja. So zerbröselt der Keks. Ja. I offer you my lord. Was? Aber, was jetzt passieren wird... ich meine, wir haben alle vor Ort. die werden jetzt eigene Armeen gründen. Und sind hier schon in der Nähe. Ich löse mal auf. Und hopefully... Wir machen jetzt hier Ende, ja? Und... oh, ich hätte gerne alle gehabt. Ich hätte gerne 20... Hat wer aufgepasst? Wann voll wäre gewesen wäre? Naja. Ja, also die swarmen jetzt hier das Land. Hier ist eine Armee, da gehen wir mal hin. So, hier sind jetzt drei Armeen schon instant gegründet werden, worden. Hier, Sieger schlängelt sich hier lang, super. Das ist schon eine 1300er. Da oben... Okay, die wollen erstmal im Norden Heckmeck machen. Frieden mit Vlandian schließen. Die wollen Frieden mit denen schließen. Die Schweine. Was? Das meine ich, ne? Also, dieses Game ist stellenweise so busted. So broken. Weil, guck mal, ich hab fast 100 Millionen auf dem Konto. Ich hab fast 100 Millionen auf dem Konto. Jetzt zahlen die wieder einen frischen Tribut. LOL. Und ich bin der König der ganzen Scheißwelt, aber ich kann nicht Krieg erklären. Also, weil ich bin so abhängig davon, was meine Leute wollen. Und die wollen irgendwie nicht. Es ist halt, also, look at this. Das ist einfach voll. Es waren nicht mal die Hälfte da. Die kam gerade aus der ganzen Welt. Es ist insane. Ich würde gerne Einfluss schieben. Um halt euch zu zeigen, was die größte Armee Mount & Blade sein könnte. Weil ich habe ja alle Fraktionen einverleibt. Bis auf Landia. Und, das ist ja dann quasi die Gesamtstärke aller Clans auf der ganzen Welt, bis auf ein sehr geschwächtes Volk. Das wäre einfach so hilarious zu sehen. Einfach mit 20.000... Ich glaube, die Gesamtstärke ist nicht mal die Truppenstärke. Ich glaube, das ist ein Wert, der auch aus der Qualität der Truppen hervorgeht, die man da dann zusammen hätte. Also ich glaube, wir hätten nicht 20.000 Truppen gehabt. Aber unsere Armee hätte eine Gesamtstärke von über 20.000. Ja. Wir knacken jetzt gleich die 100 Millionen. Das Ding ist, Leute, wie ihr seht, kann ich... Kann ich nicht machen. Also, es ist so dumm. Ich kann halt legit, ich muss halt, was passiert? Das habe ich schon bei den anderen Völkern erlebt. Nation, Fraktion. Ich warte jetzt, bis die, also, ihr seht ja diese kleinen Lords hier von den Vlandians rumtingeln mit so 55 Leuten oder so. Wobei, das sind sogar Söldner. Das sind auch Söldner. Also, die sind einfach, hier da ist einer mit 12. Die patrouillieren gerade, hier ist einer mit 10, die patrouillieren gerade die ganze Zeit die Dörfer ab und versuchen
krampfhaft Truppen zu rekrutieren. Hier 18er, ihr seht es. Plus 7 Rekruten, Ignalta hier. Jetzt geht er dahin, zack. Jetzt geht er zum nächsten Dorf. Also die sind so lost in space. Look at this. Und weil die haben halt kaum noch Dörfer. Die sind alle leer gefuttert, was Truppen angeht. Truppennachschub. Und das heißt, ich müsste jetzt so lange warten, bis die wieder ihre normale Truppengröße, ihre Standard-Truppengröße erreicht haben. Das dauert zig Jahre. Das heißt, ich drücke die 3 und gehe mir einen Kaffee holen oder so. Weil wenn das der Fall ist, wenn die irgendwann wieder aufgeladen sind, dann erklären die mir tatsächlich instant den Krieg, weil wir in deren Main-Territorium Burgen und Städte erobert haben. Das ist die Mechanik. Es ist absurd. Oder ich warte x Tage, wobei x... Ja, also ne, ich krieg 14 Einfluss pro Tag und ich brauche 4000, um Krieg zu erklären. Und dann kommen meine Leute und sagen, ja, wir wollen Frieden schließen. Instant, habt ihr gesehen. Es ist absurd. Absurd. Aber ich kriege auch absurd viel Geld. Aber ich kann mit dem Geld nichts anstellen. Weil, was soll ich machen? Ja. Das, meine Damen und Herren, ist Endgame Mount & Blade Footage. Ich bleib dabei. Das ist mit das geilste, genialste Spielkonzept, was es gibt. Es ist absurd. Wie, also... Diese Kombination von Sandbox-Mittelalter, Strategie mit Truppen und Burg erobern, aber die Gefechte dann quasi Third Person, wie man das bei einem Witcher, Gothic, Elder Scrolls und so weiter kennt, aber auch einfach gewaltigen Schlachten dann und es läuft, das gibt es einfach. Es gibt keinen Vergleich für dieses Spiel. Du hast hier einen Sandbox im Mittelalter, kannst alles machen. Kannst ein Räuber sein, kannst ein Händler, also du alles. Also zugegebenermaßen geht natürlich noch mehr, aber mehr geht immer. Und dann diese Kombination mit den Schlachten und Burgbelagerung und es ist ja insane. Es gibt kein vergleichbares Spiel, aber hier sind wirklich ein paar Dinge an diesem Game, die das halt einfach sehr broken machen. Und eins ist dieser Sachverhalt hier gerade. Also, wie? Es ist so bescheuert. Es ist ja legit von den Entwicklern ein Achievement, dass man alle Siedlungen der Welt erobern soll. Wie soll ich das machen, Junge? Ich hock hier so zu Hause, ist doch scheiße. Also theoretisch, es gibt Gesetze, wo... Das wäre eine Überlegung. Da bin ich aber... Also es gibt generell Gesetze, dass ich mehr Macht erhalte und meine Clan-Oberhäupter weniger. Jetzt ist nur die Frage, ich weiß aus dem Kopf nicht genau heraus, ob es ein passendes Gesetz gibt für Kriegserklärung. Nee, das verschlechtert sogar meine Macht. Nee. Der Herrscher hält von Söldnern doppelten Einfluss. Gut, aber die Kosten sind immer noch genauso hoch. Der Herrscherklang gewinnt für jede Stadt im Königreich 100 Denare pro Tag. Ja, ich brauche unbedingt Geld. Nee. Nee. Nein. 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 Es. Charta der Freiheit. Nein. Bürgerschaft. Nee, gibt nichts. Aber vielleicht habe ich ein Gesetz, was ich löschen könnte. Nee, das ist sogar ultra gut für mich. Hier, das ist actually das Gesetz. Aber ich habe das schon. Wenn ich meine Clan-Überhäupter überstimmen möchte, brauche ich 20% weniger Einflusskosten. Das habe ich schon.
Es ist vollkommen absurd. Was kann ich euch noch zeigen? Ja, ich habe mir halt heftige Waffen geschmiedet. Der Schnitter zum Beispiel. Hat eine Reichweite von 225. Ja. Ich habe eine Mod. Cut-Through. Nee, die heißt anders. Also die Mod macht, dass ich mit einem Hit, vorausgesetzt, der Hit wird nicht geblockt durch Schilder oder Waffen, durch so viele durchgeht, wie geht. Also wenn vor mir fünf Leute stehen und keiner blockt gescheit, geht er durch alle fünf durch. Übel satisfying. Übel geil. Das in so einer Schlacht, du wetzt dadurch. Einfach nur geil. Kannst du natürlich selber anpassen in den Optionen, wie doll das sein soll, ob da dann pro Target ein Damage-Nachlass ist und so weiter. Aber so generell finde ich das übel geil. Junge, meine Leute chillen hier alle, weil hier, es ist insane. Ja, Leute, also es ist literally das Gameplay. Es tut mir leid. Null Unterstützung für Kriegserklärung. 0%. Ja. Das als kleines Update. Das war meine Weihnachtszeit. Ich hoffe, eure war auch schön. ich verabschiede mich. War so ein kleines... Es ist auch das letzte Video, selbstverständlich, dieser kleinen Reihe. Waren jetzt 3 Folgen. Es tut mir leid, eigentlich ist das ja auch eine Qual, also es tut mir leid, dass ich euch das gezeigt habe. Ist ja einfach nur disgusting. Ey, ich verabschiede mich. Habt noch einen schönen Tag. Tschüssi.